Moin Leute! So, jetzt wackel ich wieder hier. Mann, 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 jetzt habt ihr natürlich wieder hier einen wackeligen Kopf hier. Moin Leute! Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So wackel ich hier so wie ein Dichter mit den Händen rum. Ja, ich finde das schön hier mit den Händen rum zu wackeln. Ja, es muss. Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt irgendwo in der Landschaft bin, dann mache ich, oh, schöne Landschaft! Schönes Markgräfler Land. Vogesen, Wein und Gudel. Spaß. Spaß beiseite jetzt hier mal. Hört mir auf jeden Fall zu. Heute möchte ich mal reden über diese damaligen Sachen, die es ja damals gab, was es heute nicht mehr gab. Kennt ihr zum Beispiel noch Frufo von Onkels oder so hieß das? Also nicht böse Onkels. So eine coole Band. Onkels, die haben damals diese Süßigkeit namens Fufu gemacht. Das waren diese komischen Stangen da, diese komischen UFOs. Ne? Mit der leckeren Quarkfüllung. Das vermisse ich damals. Das war damals für mich einfach so eine geile Zeit. Oder damals. Pokémon-Karten. Pokémon-Karten, genau. Heute ist es eher out, muss man ganz klar sagen. Pokémon-Karten sind heute nicht mehr in, wie es heute mal war, weil heute diese ganzen Pokémon-Karten, die Pokémon, ich wusste gar nicht, dass es jetzt plötzlich so viel Pokémon gibt. Es werden immer mehr Pokémon. Also jedes Jahr erschaffen die Pokémon-Erschöpfer immer mehr Pokémon. Immer mehr neue Pokémon-Karten. Plastika, ja, ein Pokémon, was aus Plastik ist. Also sehr einfallsreich, ne? Also die machen auch wirklich aus jedem Scheiß inzwischen jetzt Pokémon. Icicar, ein Pokémon aus Eisen. Würstchen-K, ein Pokémon aus Würstchenfleisch. Ja, die Grenzen sind unerschöpflich. Auf jeden Fall Pokémon, das damals, die geilen Pokémon-Karten, Turtok oder Glurak oder Shiggy in Glitzer oder Bisa-Knosp, das waren noch geile Zeiten. Oder wo man noch einen Pokémon-Ball im Toys R Us kaufen konnte und drin war so ein kleines Toys R Us-Viech. Hat immer so gestunken nach Weichmacher, aber. Damals war es cool. Und ja, Diddle. Oh, das war noch damals, da war ich noch 5 oder 6 Jahre alt. Erste, zweite Klasse. Diddle. Überall gesammelt. Das war wertvoll. Der Nussknacker zum Beispiel, erinnere ich mich noch. Oder das Diddleblatt mit dem Loch. Ganz wertvoll. Das wurde ja auf dem Schulhof für 10, 20 Mark das Blatt verkauft. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also Diddle war ja damals sehr, 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 sehr in. Und heute ist es nicht mehr in. Der Trend ist weg. Und das ist bei jedem Sachen, bei jeder Sammlung, zumindest bei den neuen Sammlungen, wie zum Beispiel Pokémon Diddle, der Hype geht vorbei. Bei Briefmarken, bei Münzen, da bleibt das natürlich. Das ist klar. Das ist auch etwas, was man immer sammelt. Oder Überraschungseier. Da gibt es immer Leute, die Überraschungseier sammeln. Manche sammeln Schlüssel, manche sammeln Scheren, manche sammeln Flaschen, manche sammeln Waffen, manche sammeln PS3-Spiele oder Konsolen. Es gibt da wirklich alles, also wirklich alles. Barbie-Puppen und so weiter. Es gibt Leute, die sammeln ja selbst Hosen, Schuhe und so weiter. Das ist ja echt krass. Also, jetzt, aus dem Grund frage ich euch mal, was sammelt ihr so? Habt ihr ein Hobby? Sammelt ihr irgendwas? Sammelt ihr vielleicht besonderes Papier oder sammelt ihr Geldscheine? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, das können wir wissen. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 3.